Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal vom Blauzahn. Bin ein bisschen in getrübter Stimmung, weil meine Frau hat jetzt den e-tron genommen. Der Ioniq ist nämlich defekt oder hat einen Defekt. Die Klimaanlage funktioniert nämlich nicht mehr. Trotz AC kommt hier aus den Düsen nur ein laues Lüftchen raus, nämlich so wie auch die Temperatur draußen ist. Auch ich kann auf Autostellen volles Rohr pusten. Es tut sich gerade gar nichts. Und das hört sich auch nicht wirklich gut draußen an. So ein schleifendes Geräusch. Und da habe ich schon gedacht, was kann das sein? Gucken wir nämlich jetzt mal. Ja, jetzt macht das Geräusch nicht mehr. Der Klimakompressor hat nämlich abgeschaltet, weil kein Druck mehr drauf ist. Ihr seht schon hier. Ja, hier sind auch Tatzen. Der Marder war hier und hat den Schlauch angeknabbert. Hier ist schon massiv reingebissen. Das ist zerfetzt hier. Das ist der Trockner, die Trocknerpatrone. Und ja, das war's dann. Ja, kein Gas mehr drin, kein Kühlmittel, Kältemittel. Und dementsprechend geht die Klimaanlage nicht mehr. Er hat nicht nur hier, also hier hat er schon massiv reingebissen. Ist am Ende, ist fertig. Aber hier hat er auch schon angefangen. Hier sieht man auch schon Bissspuren. Das hier hat er weggefetzt. Und hier ist noch alles in Ordnung. Aber er hat geknabbert. So, ich habe schon bei der Versicherung angerufen. Ist inkludiert, Marderschäden. Und da werde ich gucken, dass die Werkstatt hier den Schlauch ersetzt und hoffentlich hat der Klimakompressor keinen Schaden genommen, aber der sollte eigentlich, wenn nicht genügend Druck drauf ist, abschalten, so dass der jedes Mal jetzt nur angelaufen ist, gemerkt hat, es ist kein Druck drauf und dann wieder sich ausgeschaltet hat. Ja, schade, dass die Klimaanlage jetzt nicht funktioniert, wo wir draußen 28 Grad haben. Und meine Frau deswegen den e-tron genommen hat, weil sie nicht schwitzen wollte. Ich kann jetzt schwitzen, aber ist halt so. Und der Ioniq kann gar nichts dafür. Der schmeckt vielleicht zu gut für den Marder und ich werde mir schauen, dass ich jetzt einen Marderschutz mir einbaue, auch direkt beim e-tron. Ich habe bei dem Tiguan auch schon Marderschaden und bei meinem Audi, den ich davor hatte, hat der Marder tatsächlich den Kühlschlauch durchgebissen. Und da bin ich nur noch 500 Meter weit gekommen und dann war gar kein Kühlwasser mehr drin, habe ich dann gemerkt. Gut, das war es für diesen kleinen Stand. Ich wollte nur mal berichten, leider jetzt bei Hitze keine Klimaanlage. Macht's gut. Tschüss.